Hallo, hallo, liebe Leute und herzlich willkommen endlich einmal wieder bei Graf Zocke und einer neuen Videoserie auf Storm Island in unserem Spiel der Begierde Forza Horizon 2 auf der Xbox One. So, liebe Leute, wie ihr das am Titel schon erkennen könnt, werde ich eine neue Serie starten, in der es um Rally und Storm Island gehen wird. Und dafür habe ich mir hier im ersten Video schon gleich ein Auto ausgesucht, was mir richtig, richtig gut gefällt. Und zwar ist das der Ford Escort RS Cosworth von 1992. Ich finde ein extrem geiles Auto, war leider in der Rallye nicht so erfolgreich wie von Ford gewünscht, aber ich finde, er zählt trotzdem zu den Rallye-Legenden. So, der Wagen hier hat 220 PS aus einem 2-Liter Turbomotor. Daran habe ich jetzt tuningtechnisch noch gar nichts geändert. Also der Wagen ist schon getunt. Wir werden mit dem jetzt direkt loslegen und sofort in das Rallye-Erlebnis starten. Ich habe allerdings, wie gesagt, den Motor nicht modifiziert. Er hat immer noch 220 PS. Es ist motortechnisch alles Standard. Ich habe einzig und allein, was ich reingemacht habe, sind die ganzen Storm Island Sachen. Ich habe bessere Bremsen reingemacht, eine bessere Kupplung reingemacht. Ich habe auch am Gewicht nichts verändert. Ja, der wiegt immer noch 1,2 Tonnen. Und ja. Hab den Wagen einfach so gelassen, leistungstechnisch, wie er von Ford vorgesehen war. Im Spiel ist er angesiedelt in Klasse C. Allerdings jetzt halt auch durch die Storm Island Bereifung und sowas sind wir in Klasse B hochgerutscht. Und ja, ich denke, wir werden Freude an der Karre haben. Natürlich auch an dem Punkt noch einmal eine Entschuldigung von meiner Seite. Ich habe die letzte Zeit echt nicht geschafft, wirklich viele Videos zu machen. Ich glaube, es ist schon wieder eine Woche her, dass mein letztes kam. Ich hoffe wirklich, ihr könnt mir das verzeihen, aber zeittechnisch sieht es bei mir gerade eben echt nicht gut aus, weil ich halt wirklich viel arbeiten muss. Ich bin froh, dass ich das jetzt hier geschafft habe und ich werde natürlich zusehen, dass es in nächster Zeit auch wieder öfter klappt, auch mit der neuen Rennserie hier. Ja, und keine Angst, auch das Wünsch dir was ist nicht eingeschlafen, das wird auch noch fortgesetzt. Ich muss halt Zeit finden dafür, ne? Und was ich halt auch sagen möchte, für mich ist es halt auch ja ein Teil langweilig, immer nur so wünscht ihr was Videos zu machen. Ich möchte natürlich auf eure Wünsche eingehen, ganz klar. Aber ich habe mir jetzt hier extra noch diese Rallye-Base geschaffen. Ich hoffe, es wird euch auch gefallen, wo ich dann schauen werde, dass wir das vielleicht in Abwechslung hinkriegen, ja? Und vielleicht, was heißt vielleicht, ich werde es hinkriegen, dass man es auch öfter neue Videos von mir gibt. So, Leute. Genug gelabert, wollen wir anfangen. Es ist, wie gesagt, alles eingestellt. Die Karre ist getuned, eingestellt. Die Meisterschaft ist gewählt. Die erste Route steht fest. Und wir brettern los. Auf Storm Island. Ich hoffe, der Sound passt. Schalten sollte ich auch. Habe ich gerade gar kein Radio an? Doch schon, wirklich leise. Okay. Passt schön, vielleicht höre ich es einfach nicht. So. Auf jeden Fall ist Rallye, um es jetzt mal so zu sagen, für mich der einzig wahre Motorsport. Es gibt es mit Sicherheit einige da draußen, die schreien werden: Was? Du hast doch keine Ahnung, Formel 1 und da. Aber Mensch, Geschmäcker sind verschieden, jeder hat seinen eigenen Geschmack und ich mag auch natürlich so normale Rennen wie Formel 1 und Rundstreckenrennen, GT, die GT-Serie, die ADAC GT Masters zum Beispiel und. Mag ich auch sehr. Aber die Königsdisziplin für mich persönlich ist einfach der Rallye-Sport. Was die Jungs da leisten, ist einfach unglaublich, ja. Und vielleicht auch gerade in Betracht auf Walter Röhrl zum Beispiel, der eigentlich weltberühmte deutsche Rallye-Fahrer, der so viel erreicht hat. Das ist einfach Wahnsinn. Also ich habe vor dem Mann viel, viel, viel mehr Ehrfurcht als vor Michael Schumacher oder sonst irgendwie. Und ja, das ist für mich einfach Highlight pur. Ja? Darum werde ich das jetzt hier auch aufziehen. Und die ganze Serie wird sich... Was ist denn hier nun los? Ach Mensch, Anna, funk mich doch hier nicht dazwischen. Mensch. Nee, die ganze Videoserie hier soll so aufgebaut werden, dass wir hier auf Storm Island mehrere Meisterschaften fahren werden und ich werde euch ein paar richtig geile Rallye-Autos zeigen.
die Legenden waren, immer noch sind. Und ja, vielleicht auch ein bisschen abdriften. Ich habe da auch vor, ich meine, ein guter Kumpel von mir macht auch so für Autos, auf die er einfach Bock hat. Er macht da so Crossover-Modelle quasi, ne? Baut die auf Allrad um, baut da die Stormalen-Federung rum und da kommen auch richtig geile Sachen bei raus, ja? Und die Dinger will ich euch hier auch zeigen. Die sollen hier auch auf die Strecke kommen und zeigen können, was sie drauf haben. Und ja, zum Anfang dachte ich mir auf jeden Fall erstmal, packen wir einen richtigen Rallye-Wagen aus. Okay. Das erste Rennen kann beginnen. Wir starten in Klasse B. 2 Liter Turbo, 220 PS. Allradgetrieben. Aber gehen wir mal rein ins Cockpit. Genau. Ich finde die Armaturen bei dem Wagen so genial. Und richtiges Rallye-Feeling auf irgendwie. Finde ich zumindest. Das wirkt alles so sehr einfach und spartanisch. Gut, das ist halt wieder typisch 90er Jahre. Nein, kein Fässer mitnehmen. Wir haben geholt. Aber wir werden nicht zurückspulen. Mal gucken, dass wir das ein bisschen minimieren können mit dem Zurückspulen. Vielleicht packen wir es ja auch so noch hier ein bisschen lang zu sehen, ne? Ich meine, wir sind jetzt auch nicht maxed out, ne? Also die Stufe B ist hier absolut nicht ausgereizt. Wir liegen irgendwie im Mittelfeld, aber ich denke, unsere Gegner sind da genauso. Das Spiel passt das ja immer an. Ein bisschen, jawohl, ja, können wir auch ein bisschen Landgut machen. Ja, es ist halt schade, dass hier in Horizon 2 keinen richtigen Rallye-Modus gibt. Normal fährt man ja Rallye einzeln auf der Strecke in Wertungsprüfung. Und hier sind es halt dann normale Rennen, ja, aber mein Gott, ist nicht so schlimm. Ich glaube, also meines Wissens nach gibt es jetzt gar kein richtiges Rallye-Game auf der Xbox momentan. Wird bestimmt noch kommen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, das wird bestimmt auch definitiv auf meinem Kanal zu sehen sein. Entschuldigt, wenn ich ab und zu noch husten muss, aber mich hat es schon wieder erwischt. Ich habe irgendwie immer noch so Husten. Die Erkältung ist zwar rum, aber der Husten bleibt. Vielleicht sollte ich doch mal irgendwie zum lieben Doktor gehen, dem wir bitte auf den Nerven gehen und sagen, hier, Junge, mach mal was. Ich brauche meine Stimme. So, auf jeden Fall haben wir uns jetzt hier die Führung erkämpft. Oder von mir aus auch erschlichen. Aber das Feeling hier ist einfach nur grandios, muss ich sagen. Auch der Wagen, ich habe ihn jetzt selbst eingestellt. Das ist so richtiges Rallye-Feeling. Der ist nicht perfekt. Der ist schwammig und ein bisschen biestig vielleicht. Aber ich finde, so muss das sein. Das gehört sich einfach so. Ne? Bei Rallye fährt man nicht immer 100% perfekt. Obwohl, na gut, in Wirklichkeit die richtigen Rallye-Fahrer fahren natürlich perfekt. Müssen sie ja. Weil der Röhrl hat das schon mal so richtig schön beschrieben. Ich glaube, wie war der genaue Wortlaut? Ich glaube, er hat gesagt, wenn man in gewissen Stellen nur 4 cm zu weit neben der Strecke fährt, dann kann das den Tod bedeuten. Ja, das sind harte Worte. Aber wir sind hier leistungstechnisch, wenn man hier mal so schaut und das ganze Feld, sind wir, ja, wir sind die Besten. Also B659 gibt es keinen, der höher ist. Okay. Na gut, danke liebes Spiel dafür. Okay, der erste Sieg ist in der Tasche. 3 Rennen sind es insgesamt. Da steht noch ein schöner Escort Cosworth. Und dahinter ein Subaru. Der wird bestimmt auch noch in diesem Rallye, in dieser Rallye-Serie zu sehen sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt das erste Rennen schon mal hinter uns. Die Rallye-Lackierung, die ich hier drauf habe, sollte eigentlich, glaube ich, keine originale sein. Die ist, glaube ich, random von irgendjemandem erstellt worden. Habe ich mir auch random runtergeladen. Aber mir hat es tierisch gefallen. Deswegen dachte ich, komm, nimmst du das, backst es drauf. Da gefällt bestimmt auch deinen Zuschauern. So. Weiter geht es im Text, ne? Weltgarde. Hier, 2 Rennen haben wir noch offen. Was machen wir als nächstes? Rampage. Machen wir hier Cross Country zuerst, damit wir mal eine Abwechslung drin haben. Gleich. Nicht gleich wieder denselben Renntyp nochmal. Ja, auf jeden Fall ist das hier alles total meins. Und ja, die Idee zu diesem Rallye, zu dieser Rallye-Serie hat mir eigentlich auch ein Kumpel gegeben, weil ich mit dem so ein bisschen drüber gequatscht habe. Und dann ist mir das so wirklich so wie ein Gedankenblitz einfach ins Hirn so. Pfiuh. Alter, es gibt in Horizon 2 ja auch richtige Rallye-Autos, auch richtige Rallye-Legenden. Und die werden wir jetzt hier gemeinsam auf Storm Island zur Geltung bringen. Ah, die 220 PS zieht schon ganz gut.
Aber natürlich Klasse B mit 220 PS, das ist jetzt noch nicht hier maxed out, ja. Also da erwartet uns, denke ich, noch leistungstechnisch auf jeden Fall noch viel, viel, viel Besseres. Ja. Aber ich wollte natürlich auch gleich nicht gleich mit den Assen hier quasi in der ersten Folge rausrücken. Ja? Da wird schon noch was Gescheites kommen. Ja? So viel kann ich verraten. Gut. Oh, wir haben ein schönes Wetter. Okay, auch nicht verkehrt. So, wir treten an gegen ein breites Feld. Viele Japaner, Amerikaner mit uns. Na gut, Allrad haben wir, aber ich glaube, das hat fast jeder hier in dem Feld. Das hat, glaube ich, jeder hier in dem Feld, Allrad. Irgendwann kam das ja mal dann. Ich glaube, Audi war das in den 80ern. Das ist Audi, war mir nicht mehr ganz sicher, aber welches Jahr? Aber ich glaube, das war 83 oder so. Hier gibt es doch einige Crashs. What the fuck? Alter Schwede. Alter Schwede. War jetzt echt Spur hier. Ne, Audi war das 1983, die den Allradantrieb so richtig etabliert haben und so richtig das in den Motorsport getragen haben, glaube ich. Wow, enge Kurve. Aber wir haben gesagt, wir spulen nicht zurück, ne? Kriegen wir so hin. Kriegen wir so hin. Okay, einen Platz verloren, den holen wir uns wieder. Voilà. Okay, noch einen Platz verloren, verdammt. Und noch einen, nein. Alles nur Subarus. Was ist denn hier los? Angriff der Japanos. Ja, und nachdem das Audi dann gebracht hat, und ja wirklich immer nur noch Sieger eingefahren hat damit, das natürlich alle anderen dann nachgemacht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ja der Audi Quattro S1 gegen den Lancia 037. Und der Lancia 037 hatte ja damals noch Heckantrieb und hat war auch ein sehr, sehr guter Rallye-Wagen, aber hat halt gegen den Audi nicht immer gewonnen. Und ja, und so haben dann natürlich auch die Leute von Lancia angefangen, Allrad zu bauen. Der nächste, der Lancia Delta S4, Alter, war auch richtig lang muss. Der hatte dann auch schon Allrad. Okay. Aber Leute. Oh, hier mal was Neues. Toyota Celica. Oh, viel haben wir nicht mehr. Viel Luft haben wir nicht mehr, Leute. Komm, 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 komm. Eigentlich müssen wir uns noch schnappen. Komm. Irgendwie. Komm, hier nochmal Kurve. Da haben wir noch eine Chance. Komm. Zieh ran, zieh ran. Wir haben noch Luft. Vielleicht. Oh Gott, nein. Oh ne, das ist oh, sorry Leute, das muss ich. Das habe ich jetzt total vergeigt, weil da, genau da, geradeaus ist nämlich noch gedrückt. Boah, jetzt soll ich übers Dach springen oder was? Okay, aber wir sind wieder Erster. Wow, aber die Strecke bin ich, glaube ich, auch so noch nicht gefahren. Auch gerade geil für mich. Eine schöne neue Erfahrung. Wir sind wieder Erster, ey. Ganz knapp, ey. Oh, Alter, komm, 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 komm. Yes! Jawohl! Und Spielclip aufgezeichnet. Dankeschön, liebe Xbox, liebes Forza, dafür, für diese automatischen, super tollen Sachen hier. So. Richtig, richtig schicke Sache, Alter. Also wieder Erster geworden. Und sogar noch. Na gut, okay, eine Sekunde. Eineinhalb Sekunden rausgeholt. Eineinhalb Sekunden schneller. Als 0,14. Ey, der Charger fährt mit. Cool, grüß dich, grüß dich, grüß dich. Mit dem Jungen werde ich vielleicht demnächst auch wieder was aufnehmen. Das war ja mal unser Projekt, was dann leider gescheitert ist. Ja, weil die Qualität der Audiospur einfach nicht hingehauen hat. Und ja, das Ganze haben wir jetzt vielleicht eventuell in den Griff gekriegt. Und dann werden wir das natürlich wieder aufrollen. Und dann werden wir natürlich nochmal richtig zuhauen. Gut. Zweite Rennen in der Tasche. 7000 EP abgesahnt. Komm. Jawohl. Leveltechnisch sieht das auch ganz gut aus. Nein, ich möchte nicht nochmal. Also die Strecke hat mir jetzt gefallen, muss ich sagen. Echt, es war jetzt wie ein neues Erlebnis so ein bisschen. Also ich kannte ihn noch nicht. Fand ich cool. Hat mir gefallen. Gucken wir gleich mal, wo es weitergeht. Hier hinten. Ne, und wie ihr das jetzt vielleicht auch gerade schon auf der Karte erkennen konntet, das Finale hier auf der Insel habe ich auch schon erreicht. Das erste zumindest. Und das werde ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Aber das werde ich noch ein bisschen rauszögern. Das kommt dann irgendwann ja mitten hier in meiner Rallye-Videoserie. Und ich
Ich denke, das werde ich dann vielleicht interaktiv machen. Oder ihr könnt auch gerne, ja, wenn ihr Bock habt auf einen Rallye-Wagen, der euch einfällt, können wir das Ganze hier auch ein bisschen gestalten. Wieso wünscht ihr was? Und schreibt es einfach in die Kommentare. Aber halt mit dem Bedacht, es sollte doch ein Rallye-Wagen sein. Ne? Oder zumindest ein Wagen, der mit Rallye was zu tun hat. Weil die komplette Einordnung hier von Forza haut nicht immer so richtig hin. Beziehungsweise kann man so nicht sagen. Aber gewisse Autos sind meiner Meinung nach einfach in zwei Kategorien eigentlich unterzubringen. Zum Beispiel der Ford Sierra RS-Kurswurf. Ne? Ist ja quasi der größere Bruder von dem hier. Ist auch ein bisschen älter, glaube ich. Der zählt zu den Super Saloons. Der Wagen hat aber auch Rallye gefahren. Auch nicht unbedingt so erfolgreich, aber es war der Vorgänger von dem Wagen, den wir jetzt hier fahren. Und ich meine, Colin McRae ist auf dem Ford Sierra gefahren und hat damit eigentlich seine Karriere begonnen. Ja, also zumindest so, dass er dadurch bekannt geworden ist. Entschuldigt. Und der Wagen gehört einfach als Rallye-Wagen deklariert. Oder dann sollen sie wirklich so eine Zweiklassendeklarierung machen. Aber nur als Super-Saloon finde ich das nicht. Ich denke, ich werde den Sierra Cosworth 4 auch rausholen, vielleicht noch und hier zeigen, ob es eigentlich ja nicht als Rallye-Wagen eingeordnet ist. Ja, und wenn ihr da irgendwelche Informationen habt, ja, hier, keine Ahnung, der VW Käfer zum Beispiel, dieser komische alte, der ist ein DLC da, den würde ich hier zum Beispiel auch einordnen. Den würde ich hier auch mit reinpacken, obwohl er als Offroad drin steht, glaube ich. Naja, das sind halt so Sachen, wie gesagt. Wenn ihr da was sehen wollt oder auch ein Jeep oder irgendwas Offroad-Themisches, schreibt es in die Kommentare. Können wir hier, denke ich, mit unterbringen. Aber wenn jetzt hier einer schreibt, oh, hier, zeig doch mal Ferrari 458, dann ist dann halt eher so was fürs Wünscht ihr was. Ich glaube, da steht ja sowieso noch offen, der 458 im Wunsch wünscht ihr was. Und ja, von daher, ne, sollte die Einteilung dann passen. Im letzten Rennen befinden wir uns wieder im Sprintrennen. Wir könnten gerade eben noch ein paar Plätze gut machen hier. Gucken wir mal. Ja, aber den Checkpoint haben wir nicht verpasst. Oh, wieder reindrängeln hier. Komm. Da ist er, der Charger. Fährt auch ein Subaru. Mensch, Mensch, Mensch. Bei deiner Liebe zu Audi hätte ich das nicht gedacht. So. Kurve so schön genommen und schiebt den auch mal hinten an. Verdammt, und dann Charger sogar vorne. So, dann, was traust du dir? Steig mal wieder um in dein Audi. Na gut, da hat er auch Allrad. Ja, ich weiß nicht, ob das besser ist. Aber er hat weniger PS. Mit Sicherheit. Hat er noch weniger PS als wir. Okay. Haben wir uns wieder vorgedrängelt auf den ersten Platz, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwie kommen die anderen einmal hinten so ein bisschen wie Lahm vor, finde ich. Also jetzt zumindest, ja, die ganze Zeit so pushen, pushen, pushen. Aber wenn du dann einmal wirklich richtig vorbei bist und das Rennen kurz vor knapp vorbei ist, dann lassen die voll nach. Weiß ich nicht, zumindest fühlt sich das so an. Kann nicht sein, dass ich hier so einen Abstand rausfahre jetzt. Die ganze Zeit am Battlen. Oh, jetzt habe ich geschaltet. Okay. Auch nicht so verkehrt. Eigentlich im letzten Rennen nochmal machen, dann verschalte ich mich natürlich nochmal, da wird es immer spannend. Jawohl, ja. Komm, Baby. Oh, die kommen. Oh, er ist doch noch gewonnen. Alter Schwede, das war knapp, ja? Ja, das ist halt wirklich, weil ich motortechnisch jetzt nichts gemacht habe. Ich denke, die anderen haben das vielleicht ausgewogener getuned. Alter, 200stel Satanas. Boah, das war knapp. Ja, die anderen sind vielleicht wirklich ausgewogener getuned und dann, gerade wenn es berghoch geht, denke ich, haben die bessere Karten als ich. Aber hey, ein bisschen Originalität müssen wir, also ist zumindest mein Denken, mein Gefühl bei der ganzen Sache, müssen wir da einfach drin lassen. Auf jeden Fall haben wir diese Meisterschaft als Erster abgeschlossen, dann ist doch auch was, oder? Ihr wart live dabei, hier auf Storm Island mit dem Ford Escort. RS. Jawohl. Das Video wird jetzt hier noch nicht zu Ende sein. Wir fahren noch ein bisschen durch die Gante, würde ich sagen, und labern vielleicht noch so ein bisschen.
Ja, das Design gefällt mir, da können wir auch liken. Genau. Ja, und mich würde halt interessieren, was ihr so drüber denkt, wie ihr so über Forza Horizon 2 denkt, ob ihr überhaupt noch Interesse an dem Spiel habt. Nachdem ja Project Cars mittlerweile schon eine ganze Weile draußen ist und ich euch das ja nicht zeige, ob ihr denn noch Interesse habt hier an Forza Horizon 2. Und ja, ich denke, es wäre vielleicht auch mal ganz cool, wenn wir sowas machen könnten, wenn wir dann mal zusammenzocken können. Können wir vielleicht auch, könnt ihr vielleicht auch gerne in die Kommentare schreiben, wer Bock mal auf sowas hat. Dann, ja, wenn wir dazu sehen, dass wir das irgendwie einrichten können, ne? Das wird dann wahrscheinlich schon so auf terminlich vielleicht rauslaufen. Also jetzt nicht, keine Ahnung, am Freitag den 13. um 12 Uhr oder so. Aber halt, ja, das muss einfach mal so einen Rahmen festlegen, so ein Wochenende oder was, wo ich mir dann einfach Zeit nehme und euch dann vielleicht kurz anschreibe und sage, hey, jo, jetzt passt es, hast du Zeit, dann können wir zocken. Ne? Dann finden wir ich, darüber wäre ich, oder so würde ich das gut finden, genau. Mensch, da fühle ich mich schon wieder fast drin, oder? Ja, und allgemein würde mich auch interessieren, was ihr davon haltet, dass ich ja in letzter Zeit so wenig Videos euch zeige, weil ich sehe es auch an meiner Abonnentenzahl, die geht runter, das kann ich natürlich verstehen. Es kommen immer wieder ein paar hinzu, es gehen aber auch immer wieder ein paar, summa summarum hält sich das ungefähr in Waage. Ich bin da auch auf jeden Fall gar keinem von euch böse, auch wenn ihr mich jetzt entabonniert habt und dieses Video hier trotzdem seht. Dann ist halt einfach so, ne? Ich meine, wenn du da Bock drauf hast, wenn das hier dein tägliches Unterhaltungsprogramm ist und du die Glotze nicht mehr einschaltest, dann ist logisch, dass du hier einfach quasi täglich was Neues erwartest. Und damit kann ich einfach leider momentan noch nicht dienen. Ne? Das, ich finde es auch sehr schade, aber es gibt halt doch gewisse Sachen, die vorgehen in meinem Leben. Und ja, so eben läuft das dann darauf hinaus, dass dann halt eben mal eine Woche lang leider nichts passiert. Vor allem, es ist ja nicht mal so, dass ich nichts gemacht habe, ja. Ich habe auch Sachen aufgenommen, aber damit war ich dann nicht zufrieden oder ich wusste jetzt nicht. Ich habe zum Beispiel auch ein anderes Game aufgenommen gehabt, wo ich jetzt aber wirklich am Zweifeln bin, ob ich das überhaupt bringen soll, weil es ist erstens schon ein bisschen älter und zweitens haben das schon so extrem viele Let's Played und so. Da denke ich mir, ja, bringt's das denn jetzt wirklich, wenn ihr bei mir einfach nur das seht, was ihr vielleicht sowieso schon bei dem anderen gesehen habt und einfach nur mit meinem Gelaber drüber, ja, weiß ich nicht. Und ja, das sind halt so Sachen, wo ich halt in den letzten Wochen auch mal ein bisschen gezögert habe und hier und da und hast du nicht gesehen. Auch mit Wünsch dir was, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich jetzt nicht so die große Lust drauf in der letzten Woche. Das ist halt so ein Ding, ne? Wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann denke ich mir, bring lieber gar nichts, als wenn die Folge scheiße wird und das wirklich so rüberkommt wie, ja, hier komm, hast du einfach mal was hingeklatscht und gut. Ne? Ich weiß ja, dass viele noch auf den Nissan Skyline warten oder auf die Nissan Skylines, das sind ja mehrere, ich glaube, gibt es ja zwei verschiedene Versionen in dem Game. Und ja, wenn denn die Leute überhaupt noch da sind, wie gesagt, ein paar Abonnenten haben mich ja verlassen. Das wird natürlich alles noch kommen, ja? Also ich kann da wirklich keinen strukturierten Zeitplan sagen und jetzt genau sagen, wisst ihr was, wenn du jetzt in zwei Wochen einschaltest, wirst du hundertprozentig eine 2-Stunden-Folge über den Nissan Skyline sehen. Das kann ich einfach nicht, ja. Das soll mir ja auch immer noch Spaß machen und nicht nur euch. Und ja, wenn ich da halt eben nicht so die große Lust drauf habe, dann, wie erst schon gesagt, dann will ich das nicht erzwingen und da einfach irgendwas hinklatschen, was dann scheiße wird, ne? So, ich hoffe, ihr könnt das alles verstehen und ja, würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr darüber denkt und von daher würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr euch darüber in den Kommentaren auslassen würdet. So, jetzt machen wir mal, gucken wir hier nochmal, machen wir nochmal einen kleinen Ride, ja? Hier fahren wir nochmal zum Hafen runter. Ihr könnt mir auch gerne sagen, wie ihr die Sachen findet oder die Idee findet, dass ich jetzt hier mit Rally um die Ecke komme und ja, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht gerne für Autos sehen wollt, hatte ich ja, glaube ich, erst schon mal erwähnt und ja, was ihr von dem Ford Escort RS Cruiseworth haltet, ob das jetzt eine gute Entscheidung war, den zuerst zu bringen oder ob ihr sagt, nö, das ist so ziemlich das langweiligste Rally-Auto, was ich mir vorstellen kann. Würde mich wirklich alles interessieren.
ja, ne? So, wie das sein soll. Schalten nicht vergessen, ja? Hier, machen wir mal den Motorraum an. Hier mit den dicken Zusatzscheinwerfern hier, das kommt doch auch geil, oder? Der Designer hier schön Lavante, Radiosender da auf dem Motorhaube habe gemalt. Apropos Lavante, ey, ich höre echt nichts. Unter meinem Headset, was ich hier aufhabe, um mit euch zu quatschen, höre ich die Mucke gerade überhaupt nicht. Ich habe da extra die Lautstärke ein bisschen runtergedreht, damit ihr das von dem Game Sound ein bisschen mehr habt und von meinem Gequatsche. Weil ich vorher das Gefühl hatte, dass es wirklich zu laut war und jetzt höre ich keine Musik mehr. Aber gut, ist ja im Endeffekt Boogie, ne? Ich brauche das nicht hören. Wenn ihr ein bisschen die Doodle als Untermalung habt, dann passt das, würde ich behaupten, ne? Auf jeden Fall, die Perspektive ist auch geil. Ich glaube, die müssen wir dann in den nächsten Rallye-Videos auch ein bisschen mehr traktieren und benutzen. Die kommt so schnell rüber und der Straße so nah, kommt geil. Ich glaube, wenn man das hier wirklich in einem richtigen Rallye-Race macht, kommt das bestimmt noch besser. Ah, jetzt höre ich auch ein bisschen Musik, okay, gut. Also funktioniert gut. Wow, zu nah an der Bande, egal. Das ziehen wir weiter durch. Aha. Ja, der Wagen, aber ich weiß nicht, das ist halt so eine Sache. Ford, ich meine, mein erstes wirklich richtiges eigenes Auto war ein Ford Fiesta 2,5 Liter Z-Deck mit 75 PS. War schon recht spritzig. Hat auch auf der Autobahn die 200 geknackt. Ja, war für mich damals ein wirklich richtig tolles Auto. Mittlerweile fahre ich ja Opel. Ja, das kam einfach so durch den Zufall, ehrlich gesagt. Wir brauchten halt ein Familienauto. Und hatten Ewigkeiten keins. Wir hatten eins geliehen von Verwandten. Und war quasi so wie so eine Dauerleihgabe. Irgendwann muss man das natürlich mal zurückgeben. Und haben wir uns dann dafür entschieden, den Opel zu kaufen. Einfach, weil mein Vater seit, keine Ahnung, 3 Jahren einen Opel fährt. Und auch ein älteres Modell, also jetzt kein nagelneuen, den war schon gebrauchter. Und eigentlich keine größeren Probleme damit hat. Also dachte ich mir dann so, okay, wenn man das schon in der Familie hat, wenn man das vorgelebt kriegt, dann auch funktioniert, dann kann man das auch mal selber ausprobieren, ja. Und nur fahre ich, beziehungsweise wir, ich meine Frau eigentlich, einen Opel Vectra C Caravan mit 2,2 Litern und 163 PS. Original hat auch 155 PS, hat aber eine Edelstahl-Auspuffanlage von Steinmetz drunter und kriegt halt dadurch 8 PS mehr, was dann laut Adam Riese 163 PS hat. Kommt er mit der Corvette? Der traut sich was hier. Auf den Schotter und wir rauchen gegen Bogen. Na ja, gut, muss auch sein, ne? Bisschen Holz hacken, ja. Ne? Alle Landwirtschaftssimulator. An dem Spiel habe ich im Übrigen auch Interesse, aber wann und ob das kommt, das kann ich noch nicht sagen, ne? Weil, ja Leute, es ist auch bald soweit. Elder Scrolls Online rückt näher. Ne? Sehr viel Zeit ist nicht mehr bis dahin, bis es endlich kommt. Und da habe ich ja schon gesagt, das kommt auf jeden Fall hier auf den Kanal. Und werde ich bestimmt auch noch anfangen zu suchen. Genau wie Horizon, aber keine Angst, Horizon werde ich nicht absetzen. Es sei denn, es kommt jetzt wirklich kein Feedback mehr oder ihr sagt, nee, du, Horizon ist durch, wir wollen alle noch Project Cars. Dann würde ich mir das überlegen, dann zocke ich es halt privat weiter. Aber ich denke nicht, dass es bei euch das so weit ist. Ne? Gerade wenn ich jetzt hier vielleicht sogar noch mit einem neuen Thema, einer neuen Videoserie um die Ecke komme, ist ja vielleicht auch ganz interessant. Also ich habe, muss ich auch sagen, so Rallye-technisch so richtig in Forza H2 auf YouTube gefunden. Von daher müssen wir mal gucken. Sagt mir einfach, wie es euch gefällt, wie es ankommt und werden wir weitersehen. Ne? Wenn man das Ding hier gebacken kriegt, dann bleibt einer mit Besonderen Steine hängen und ich auch bald. Mensch, Katze, halt die Klappe, das gibt's doch nicht. Jetzt schreit die Katze schon wieder rum. Ich hoffe nicht, dass sie das hört. Sag ich irgendwie immer. Aber es ist so. Mann. Katze. Was muss ich denn machen, damit du mal die Fresse hältst, wenn ich Video aufnehme? Genau, erstmal ging ja das Ding da hoch. Aber wisst ihr was? Thumbnail. Ha! Boah, fast hätte ich es vergessen. Komm, das nehmen wir schnell auf. Hier so ein bisschen so abseits der Strecke, so ein bisschen hier mit. Hä? Ein bisschen mit Feeling, oder? Ja, so. Oh, das hat doch was, oder? Das hat doch was. Jawolle, das nehmen wir gleich. Geile Sache.
Geile Show. So. Guti. Würde ich sagen, nach dem Fotogespeichere hier. Kein Speicherplatz. Nu komm. Junge, 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 Junge. Da müssen wir mal ganz hintergehen. Gucken hier. Ne, die Opel-Bilder löschen wir nicht. Hier kommen da. Das können wir löschen. Löschen. Ja. VW löschen. Ja. Bitte. Ford Bronco löschen können wir auch. Ja. Hier, das ist zum Beispiel das Auto der Ford Sierra. Nein, nicht überschreiben. Gut, okay, man sieht es jetzt hier nicht gescheit. Ja, das wäre so ein Auto, was ich hier noch mit reinbringen würde. Jetzt. Foto schießen und jetzt bitte speichern. Fortsetzen. Speichern. Genau, jetzt geht's. Und ihr irgendein Kauderwelsch eingeben, weil das ist ja sowieso Boogie, was da steht. Danach sucht sowieso kein Schwein. So. Teilen. Genau, gebt mal schön frei, liebe Xbox. Und ja, ich würde sagen, fahren wir noch mal dem Sonnenuntergang entgegen, wollte ich gerade sagen, aber da kann man jetzt gar nicht so timen, ne? Wenn das jetzt nicht passt, wenn hier mitten am Tag ist, naja, nee, da ist nichts mit Sonnenuntergang. Junge, Junge, laber nicht so viel rum. Naja, aber ich würde sagen, hier kommen wir noch mal mit einem wundervollen verkackten Drift. Sage ich euch für die erste Folge meiner neuen Rallye-Serie. Danke fürs Einschalten und beehrt mich bald wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Däumchen nach oben da. Vielleicht sogar noch ein Abo, wenn ihr das nicht schon getan habt. Euer Graf Zocke, bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.